Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend oder wenn ihr das schaut. Ich bin von Shaggy und grüße euch mal wieder zu einem Kampf ohne Teambuilding. Ja, im ODT übrigens. Der achte Kampf nächste Woche ist der letzte Kampf der Hinrunde gegen Shiny Star. Unser einziger Konkurrent um den ersten Platz. Und ja, wir haben dabei Zebritz mit der Offensivweste, Scarf Lando mal wieder, ein Firium Z Quiver Dance Ramad. Mal wieder speziell defensive. Mag aber mit Infestation und Taunt, falls er Gufa dabei hat. Necrozma mit Photongeist, Ampelleuchte, Hitzewelle und Tarnstein und dann noch ein physisch defensives Panzeron. Ja, set seht ihr mal wieder in der Videobeschreibung. Nächste Woche gegen Shiny gibt es endlich auch mal wieder ein Teambuilding. Ja. Er hat dabei Zwirfinst, Meistergriff, Voidless in der Inkarnationsform, Quajutsu, Shirox in der Megaform und Rabigator und wir gehen direkt mal in den Kampf rein. Also wir sind mittlerweile safe in den Playoffs, aber wir können, ja, wir können uns eh nicht mehr von Schei. Also, mal so. Der Kampf hier ist deutlich weniger entscheidend als der nächste Woche. Deutlich weniger. So. Ich gehe mir raus, starte direkt auf den B-Switch. Weil ich eben nicht wusste, was ich hier gegen Zwirfinst machen soll. Und dachte mir, okay, da könnte es so eine Irrlichtkomm-Geste mal in deine Ramot. Jo, da kommt noch ein Irrlicht und ich kann es mit Ramot-Kühe abfangen. Ist doch schon mal gut. Ja, ich habe mich erst nächstes auf dem Falterreigen. Du kannst eigentlich gut setupen gegen Zwirfinst. Der kann jetzt nichts Großartiges gegen dich machen. Na, wir kriegen ganzen Boost und der geht auch offen. Er boostet sich auch. Das war jetzt natürlich nicht ganz so geil. Vor allem, weil wir nicht großartig mit Heal-Move ausgestattet sind. Wenn er der HP Rock für sein Phoenixes dabei hat. Was er leider nicht dabei hat, heißt, wir hätten sogar mit Heal-Move spielen können. So, weiter rein. Weiter. Ich könnte mich jetzt theoretisch hier immer weiter. Ich könnte hier sogar auf plus 6 gehen mittlerweile. In dem Matchup. Und nebenbei, ich wusste nicht, ob er vielleicht auch irgendwas hat. Oder vielleicht irgendwann rausgeht. Irgendwas, was hier vielleicht irgendwie ein Sash und Rock Move hat. Deswegen habe ich mich jetzt hier in dem Zug entschieden. Drückst den Z-Feuerstein. Hätte vielleicht eine Runde warten können. Oder zwei Runden, keine Ahnung. Wie lange ich. Vielleicht hätte ich auch auf plus 6 gehen können. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier kommt die dynamische Maxi-Flamme. Und Zwirfinst kriegt heftig Schaden, aber überlebt noch ganz knapp. Aber. Ja, Leftovers wieder. Wir können hier jetzt trotzdem mit dem Flammenwurf killen. Damit hat Ramot sich mal wieder einen Kill gesaved. Jetzt war gegen Buffy war sie nicht dabei, davor gegen Benji waren es da 2 Kills für Ramot. So, er geht in seinen Meistergriff, ich gehe auf den Flammenwurf. Haben wir ja keine Psychokinese dabei. Ein Flammenwurf killt schon fast. Wieder so eine, das war wieder so ein Moment, wo ich mir dachte, okay, hättest du mal noch auf plus, wärst du auf plus 3 gegangen. Hättest du viel weniger sind wir auf 54 HP. Hätte ich einmal mehr geboostet, hätten wir, wären wir noch auf Full HP hier gewesen. An dem her war vielleicht nicht die schlauste Idee, sich, auf plus 2 dann auf den Z-Move zu gehen. So, jetzt kommt der Quajutsu rein. Ich gehe auf den Gigasauger, hatte Angst vor einem Katapult oder ähnlichem und wir sind in den Fokus Gott. Das ist ein Kritter, jetzt nicht großartig gemeldet, wir sind auf plus 2 mit Ramot. Sie haben einen Spezialangriff Space von 135. Geht auf den Siedewasser. Flammenwurf. Und damit ist Quajutsu down. Ja, wie gesagt, kein Healing Move. Deswegen konnte ich jetzt hier nicht mehr großartig gegen Roost oder so. Und eben, ist wieder sowas von. Hätte ich mich mehr gesetupt, hätte ich hier noch deutlich mehr HP.
in Xerox und die Sache war, ich komme nicht mehr großartig mit Ramoth rein. Weil jetzt noch Xerox, Crook und Voltolos. Zwei davon sind schneller, eins davon hat Prio. Eins davon können noch gesklavt sein. Ja, da komme ich mit Ramoth nicht mehr wirklich rein. Ich gehe in den Rostillator hier. Und ja, ich gehe rechts safe auf den Hitzekoller. Weil. Ja. Ich habe gehofft, dass er drin bleibt. Die aktuelle Sache ist, ich brauche Zebritz definitiv gerade, weil, sagen wir es so, wenn, sein Thunderous weg ist, gewinnt Pantheon das relativ Matchup. Problem ist, ich brauche Rostillator für Voltolos. Ja, hier ist schon der Alarm. Und da kommt der Abschlag, heißt unsere, die Gifelbeere ist halt weg, unsere 50% Beere. Die ich ja irgendwie fast jede Woche auf Pantheon spiele. Aus letzte Woche, da war es die Überreste und die haben uns auch das Match gesaved. So in etwa. Jo, geh in Pantheon. Geh nicht in Pantheon, geh in Xerox gegen meinen Pantheon. Und ich auf einen Ruheort. Mal gucken, was er jetzt hier großartig drückt, ob er jetzt vielleicht doch irgendwie eine HP Fire oder so dabei hat. Aber hat er nicht. Und er geht auf einen Schwertanz mit seinem Xerox. Fand ich auch irgendwie komisch in der Situation, weil irgendwie, es ist Pantheon, da macht man auch mit Setup nicht arg viel gegen. Und ich habe nur meinen Schwertanz. Und ich habe einen Brüller, kann richtig hier weg. Problem, das Gute ist, jetzt kommt hier, kommt in den Rabigator rein, sein Rapigator. Ja, er geht raus, bringt seinen Jaw Cloud rein. Oh, jetzt sind wir in einer Situation, wo ich mir gerne meine Rocks herwünschen würde. Heißt, ich gehe jetzt in den Cosma. Nicht in Slimog, der ja eigentlich wahrscheinlich die bessere Wahl gewesen wäre in dem Matchup. Also eigentlich, aber ich habe gedacht, vielleicht hat er irgendwie einen Stromschuss oder sowas. Aber jetzt bin ich Finstaura. Ja, ich sag mir jetzt, okay. Der wird doch jetzt nichts haben, der wird doch jetzt was noch mit haben gegen Slimog, weil sonst verliert er gegen Slimog. Aber er spielt wirklich die Z-Finstaura. Und ja, es ist, glaube ich, kein Geheimnis, wenn ich euch jetzt verrate, dass das ein Kill gegen Necrozma ist. Den ich eindeutig hätte verhindern können, indem ich einfach auf Slimog gegangen wäre. Ich hätte einfach nur auf Slimog gehen müssen, aber ja, Necrozma. Ist down. Ist natürlich wieder ein bisschen kacke. Ja, jetzt kann ich hier auch in Slimog gehen, aber der macht jetzt auch nicht so arg viel. Er geht raus in seinen Xerox. Ich bin auch mal auf eine Plage gegangen. Hab gedacht, vielleicht kann ich irgendwie hier seinen Thunderous trappen. Den Taunten oder so. Aber geht halt diese Plage auf seinen Xerox. Problem ist, er kann natürlich auch roosten. Aber ich dachte mir, okay, bevor er sich jetzt hier setupt, gehe ich mal auf den Verhöhner. Aber hier kommt der Käferbiss. Und er frisst hier meine Gaubebeere. Folglich kann ich hier keine Aufbeilung mehr klicken und mich mit Slimog nicht mehr hochheilen. Was Slimox werden in diesem Match schon mal unfassbar herabsetzt. Jo, ich mache jetzt einen Switch, der im Endeffekt nicht so durchdacht war. Ich habe gedacht, vielleicht setupt er sich jetzt. Und hier in Zebritz. Und dann kommt der Käferbiss. War dein besser Zug in dem Moment. Aber vor allem, weil ich ihn ja eigentlich getauntet habe. Also habe ich irgendwie nicht mehr angedacht. Jetzt habe ich Zebritz auf 14 KP. Komme mit in nichts mehr rein. Ich kann jetzt hier nur meinen Slimog abwerfen. Den ich unbedingt noch gegen Thunderous gebraucht habe. Womit wir jetzt bei einem. Womit er jetzt schon den Ramazui von Anfang aus liegen hätte. Und ich wiederhole es mal, wenn nicht in dieser Situation, hätte ich den Roost draufgepackt. Oder einfach noch einmal mehr geboostet. Jo, ich zeige Ihnen meine Kraft, der Feuer. Die auch echt guten Schaden macht. Geh auf den Schwertanz. Das war die Situation. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher.
Wenn er jetzt drin bleibt und ich in Panzereon gehe, habe ich ein Problem, weil dann kann er für eine Superpower so auf Panzereon drücken. Habe ich ihn immer auf eine HP Fire. Und dann kommen wir jetzt Rabigator safe rein. Und wir sehen den Kampf, soll Feuer von einem anderen speziell offensiv investierten Lando. Das ist einfach nichts. Und wenn er auch die Leftovers hat, der ist also gut defensiv ausgelegt. So, ich gehe in meinen Panzeron. Und ich auf die Rocks. So. Er geht raus in seinen Panzerion, in seinen Sheox. Und ich auf Auflockern. Ich verstehe zwar immer noch nicht so ganz, was dieses Sheox immer sollte. Ich kann dagegen zwar. Sache ist ja, ich muss dagegen immer brüllen. Mit Stallarm. Und man kann sich halt auch dagegen immer wieder hochheilen. Sache ist ja jetzt, dass mein Ramot fehlt. Mein Ramot könnte das Ding halt instant wegdrücken. Mein Ramot könnte aktuell ja alles nochmal instant wegdrücken, aber es ist halt down. Also, das zwei Ramot wäre halt komplett durchgegangen, hätte ich es ein bisschen besser gespielt. Und ein bisschen besser gebaut. Aber jetzt sind wir halt in der Kacksituation, ne? Jo, in Beutelos, ich bin mal auf dem Bohrschnabel. Hätte ihr vielleicht auch mal wieder brüllen können. Mir fehlen aktuell die Rocks. Mit Rocks will es hier so viel besser aussehen. Einfach nur, weil Beutelos nicht immer wieder reinkommt. Und Panzeron krieg ich mit Panzeron down. Das ist kein Problem. Jetzt ist ich in die Fehlprediction gegen meinen Zebritz, weil ich einen Donnerblitz predicted habe. Aber er geht auf den auf die Kraftreserve. Und jetzt haben wir das Problem, ist kein kleines Problem, dass Lion C, dass er jetzt zwei Moves hat. Und ich, wenn er jetzt safe in Panzeron reinkommt mit seinem Voltolos, habe ich ein großes Problem, weil ich nicht weiß, was ich weil ich dann nicht genau weiß, was ich klicken soll. So. Weil ich halt dann nicht weiß, was er dann drückt. Wenn er dann zurück muss, ich halt in Lando gehen. Wenn der Kraftreserve drückt, muss ich mit dem Panzeron drin bleiben. So, ich jetzt den Panzeron, weil ich hier keinen Abschlag predigen will. Mit dem Abschlag, mein Item ist schon weg. Und er gehen wollte los. Ich habe hier den Double gezogen, gehe in meinen Lando. Die Sache ist halt, ich könnte jetzt nochmal auf eine Kehrwende gehen, weil ich weiß, dass er wieder in den Rabigator gehen wird. Aber wenn er doch auf Voltolos bleibt, habe ich ein Riesenproblem, wenn ich jetzt rausgehe. Ein Riesenproblem. Deswegen bleibe ich drin, drück Steinhagel. Mach wieder absolut keinen Schaden. Jetzt habe ich mir gedacht, okay. Der klebt doch jetzt safe in den Thundraus, aber macht er nicht. Der will in Thundraus rausgehen, weil ich hier jetzt noch safe in den Panzeron. Nee, macht er nicht, aber ich flinche deinen Navigator. Das war jetzt. Das Flinche war verdammt wichtig, weil. Wenn ich jetzt Abschlag gegen Lando gedrückt hätte, ich eh schon beides abwerfen können, weil. Dann bin ich mehr schneller mit Lando. Als sein Thunderous. So, jetzt haben wir Abschlag hier. So, nochmal auf den Abschlag. Ich gehe jetzt auf den Roost. Und ja, ich habe einen Brüller. Weil ich dachte, er geht jetzt raus in einen Thunderous. Habe Glück, dass Sheox reinkommt. Aber Problem ist, er kann sich jetzt wieder setupen. Ich weiß immer noch nicht, ob er auch einen Kraftkoloss oder so spielt. Heißt, ich muss ihn jetzt wieder rausphasen. Mit dem Brüller. Wir sehen den Patronenhieb. Der macht jetzt auch nicht sonderlich viel, aber halt. Gut, der Schaden ist halt gut genug. So, jetzt geht er in Thunderous. Und jetzt ist die eine Scheißsituation. Weil ich muss jetzt richtig predikten, was er drückt. Ich gehe raus in Thunderous. Hoffe auf den Donnerblitz.
Und wir sehen, er drückt die Kraftreserve. Und damit, das ist jetzt safe, verlieren wir unseren achten Kampf mit 3-0. Ich habe schon im Kampf gesagt, ich hätte auf Ramon einfach einen Roost mitnehmen sollen. Und statt Gigas oder Käfer gebrummt, weil ich dann sein Team deutlich besser hitten kann und gegen Gufa eh kein so großes Problem haben sollte wie mit Psymog. Entweder das oder ich gehe einfach auf plus 3. Dann kann ich Meistergriff nicht so heftig damage und ich kriege nochmal weniger Schaden von Quajutsu und gehe dann einfach mit 6-0 durch. Im Endeffekt habe ich mir jetzt einmal zu wenig geboostet. Und habe ich das Match verloren. Und das ist unfassbar unlucky. Aber ja, nächste Woche spielen wir Shiny. Übrigens dann mit einem neuen Teammitglied. Und zwar habe ich meinen ersten Free Agent benutzt. Man kann ja theoretisch Mons austauschen in der Liga, wenn man will. Wie habe ich es im Ankündigungsvideo schon gesagt habe. Auf jeden Fall ist Stopper rausgeflogen. Der war bisher nicht ein einziges Mal, aber ich habe ein paar Mal probiert, das Ding einzubauen. Aber es bringt einfach nichts. Es bringt legit nichts. Deswegen habe ich mir mal einen besseren Normal Type gegönnt. Und ja, jetzt haben wir den guten Pyroleo Boy. Und der ist echt geil. Dann können wir mal schauen. Nächste Woche sollte es wieder ein Teambuilding geben. Ich hoffe es einfach mal, dass ich es bis dahin mal hinbekommen habe. Mal wieder ein Teambuilding zu machen. Nachdem das letzte, glaube ich, vor dem Kampf gegen Logi kam. Es tut mir, wie gesagt, überaus leid, dass einfach nur diese Kämpfe kommen. Aber habe jetzt in Wochen Stress wegen Abi und mündlichen Prüfungen. Jetzt bin ich fertig. Und ich habe die nächste komplette Woche gut Zeit. Dadurch soll ich dann auch mein Team mit dem hingeschissen bekommen. Nicht nur hingeschissen, ich soll es auch gescheit machen. Also auch wieder mit den guten Grafiken etc. Heißt, nächste Woche gegen Shiny Entscheidung um den ersten Platz. Und ich würde sagen, bis denne und ciao.